Hallo. Dies ist eine weitere Lektion des Tango-Kurses im Podcast-Format. Nutzen Sie diesen Anfang, um dieses Video zu mögen, teilen Sie es mit anderen Tango-Enthusiasten. Schreiben Sie in den Kommentaren, von wo aus Sie uns zusehen. Wir möchten gerne wissen, wie weit unser Kurs reicht. Ich werde eine Karte oben hinterlassen, damit Sie auf unseren Kurs zugreifen und ihn von Anfang an sehen können. Heute beginnen wir ein wichtiges Thema, das Gehen und die Bewegungen. Ich möchte daran erinnern, dass die Techniken, die wir bearbeiten, sowohl für männliche als auch für weibliche Tango-Tänzer geeignet sind. Gutes Gehen ist eine Kombination aus Technik, Musikalität und Verbindung. Da dieses Konzept so grundlegend ist, müssen wir seine verschiedenen Anwendungen verstehen, und das werden wir heute tun. In der vorherigen Lektion haben wir die verschiedenen Ebenen der Verbindung zum Boden erkundet und wie diese Variation der Ebenen uns hilft, weniger oder mehr Impuls beim Bewegen zu haben, was beeinflusst, was wir ausdrücken wollen, wenn wir Musik hören. Wir hatten auch studiert, dass die Verbindung mit dem Boden durch die Entspannung des Körpers in der Warteposition beginnt. Die Gehtechnik beginnt, während wir noch stehen, denn es ist im Stehen, dass wir hinuntergehen, um die notwendige Bodenverbindung für die Bewegung zu suchen, und das ist sehr wichtig, denn aus der Verbindung kommt der Impuls, das heißt, wir stehen auf der Achse, gestützt auf einem Bein und gehen dann hinunter, um die für den Impuls notwendige Verbindung zu suchen. Außerdem, während wir hinuntergehen, streckt sich das freie Bein sanft in die Richtung, in die wir gehen möchten. Dies ist die Vorbereitung für die Bewegung. Der Abstieg, den wir in der letzten Lektion studiert haben, hat als eines seiner Hauptziele, weniger oder mehr Impuls zu suchen, abhängig davon, was wir im nächsten Schritt ausdrücken möchten. Dies wird das Thema dieser Lektion sein. Zuerst stehen Sie auf, finden Sie, indem Sie den Körper entspannen, die Warte- oder Dauerposition, wie in früheren Lektionen studiert. Üben Sie dann ein wenig die Übung, viel hinunterzugehen und wieder hochzukommen, mit beiden Füßen auf dem Boden und der Hüfte in entgegengesetzter Richtung zu den Knien. Nachdem Sie das getan haben, üben Sie, nur ein wenig hinunterzugehen, aber immer noch mit beiden Füßen auf dem Boden. Jetzt gehen wir zu der Phase über, in der wir das Gewicht auf einem Bein stützen, mit der Vorbereitung des freien Beins für die Richtung, in die wir gehen wollen. Zu dieser Handlung, das freie Bein zu strecken, werden wir Vorbereitung nennen. Gehen Sie mit der Unterstützung auf nur einem Fuß hinunter, strecken Sie gleichzeitig sanft das freie Bein, zuerst nach vorne, das heißt, bereiten Sie sich nach vorne vor. Tun Sie dies mehrmals und wechseln Sie gelegentlich das Gewicht, um beide Seiten zu trainieren. Dann tun Sie genau dasselbe, aber wenn Sie hinuntergehen, bereiten Sie das Bein darauf vor, nach hinten zu gehen. Wiederholen Sie die Übung mehrmals. Jetzt sind wir bereit, den Impuls zu verstehen, der uns zur Bewegung führen wird. Unser Impuls funktioniert mit einer Mechanik, die sehr ähnlich zu einem Sprung ist. Um zu springen, hocken wir uns nieder, um Schwung zu holen. Im Tango funktioniert es auf die gleiche Weise, aber der Sprung oder der Sprung ist nicht nach oben, sondern nach vorne, hinten oder seitlich. Heute werden wir die Eigenschaften des Impulses selbst studieren. Es ist wichtig zu betonen, dass wir in diesem Moment des weiteren Hinuntergehens zusätzlich zum Impuls auch mehr Gleichgewicht und Stabilität erlangen. Bewegen Sie sich, nur einen Schritt, und wiederholen Sie dies mehrmals, zur Seite, nach hinten und nach vorne. Immer nach jeder Bewegung, vorerst, gehen Sie hoch und beginnen dann den Prozess des Hinuntergehens mit der Vorbereitung des freien Beins, um dann eine weitere Bewegung auszuführen. In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie man einen Schritt im Tango macht, ich sage einen Schritt, denn für einen kontinuierlichen Gang, das heißt, mehr als einen Schritt hintereinander zu machen, benötigen wir weitere Informationen. Darüber hinaus lag unser Fokus heute auf dem Impuls, der zur Bewegung führt. In der nächsten Lektion werden wir uns mit der Ankunft, dem Ende der Bewegung, wenn wir die nächste Achse erreichen, beschäftigen. All diese Informationen zusammen werden einen technischen, ausdrucksstarken, stabilen, schönen, ausgewogenen und sehr, aber sehr musikalischen und komfortablen Gang aufbauen. Jetzt, da Sie das Konzept verstanden haben, überprüfen Sie das Video, das diese Lektion eröffnet, und versuchen Sie, den Impuls in jeder Bewegung zu erkennen.
Mögen Sie das Video, teilen Sie es mit Freunden, die leidenschaftlich gerne Tango tanzen, und hinterlassen Sie Ihre Zweifel und Beobachtungen im Kommentarbereich. Wir sind sehr daran interessiert, Ihre Meinung zu hören und Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und bis zur nächsten Lektion.